Hallo, in diesem zweiten Video von den Übungen für SketchUp Web gehst du bitte mal hier auf die rechte Seite. Klicke einfach auf den ersten Punkt. Es öffnen sich dir hier verschiedene Fenster, wahrscheinlich sind sogar einige offen, so wie jetzt hier. Dieses sind die sogenannten Ablagen. Auf jedem Schreibtisch gibt es immer so Kistchen, wo man seine Zettelchen hineinlegen kann. Und die eine Kiste ist für Stile, für Materialien, Mentor, Gliederung. Und da drin, da befinden sich verschiedenste Dinge. Wenn du hier auf Elementinformationen klickst, dann hast du hier keine Auswahl. Gut, klicke mal auf Gliederung, dann klicke auf Mentor. Und dann geht schon etwas weiter. Der Mentor, siehst du hier, ist eine Funktion, die dir eigentlich SketchUp beibringt. Wenn du ein Werkzeug anklickst, so wie zum Beispiel den Radiergummi hier, dann erklärt dir SketchUp, der Mentor, wie der Radiergummi funktioniert und welche Funktionen er noch hat. Da gibt es sogar mehr fortgeschrittene Funktionen zu erfahren. Zum Beispiel klicke ich hier auf den Bleistift, dann wird mir gezeigt, wie man mit dem Bleistift zeichnet, was ich dir heute auch erkläre. Der Mentor hat hier so eine Lehrerkappe, so eine englische. Das ist so ein Hut, wenn man da irgendwie seinen Highschool-Abschluss gemacht hat. Und ja, gut. Gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, 3D-Warenhaus. Wenn du angemeldet bist in SketchUp Web, was du ja sein musst, damit du hineinkommst, dann kannst du dir hier verschiedenste Dinge in dein SketchUp Web laden. Du kannst hier auch mal klicken und schreib einfach rein Modelle. Und geh auf die Lupe. Dann öffnet sich diese Seite etwas anders und dann gibt es hier Modelle und auch Sammlungen zu bestimmten Themen. Also zum Beispiel Modelle für die Architektur, Modelle für verschiedenste Dinge, Models auch, Kataloge und so weiter und so weiter. Da gibt es eine große Sammlung. Und wenn du hier zum Beispiel bei Modelle eingibst People, bekommst du hier ganz viele Menschen verschiedener Art, nicht nur die Figur, die du da jetzt gerade serviert bekommen hast von SketchUp. Und da kannst du verschiedenste Dinge herausholen. Und ich nehme mir mal jetzt hier so eine kleine Gruppe von Menschen, um dir nur zu zeigen, wie das dann wirklich aussieht. Ich nehme mal hier People, lade mir das herunter und es wird direkt in dein Modell geladen. Nun, da haben wir verschiedene Typen. Aber da ist so ein blauer Rahmen drumherum. Klicke auf den Auswahlpfeil, klicke das noch einmal an. Dann sag in Einzelteile auflösen und jetzt kannst du jede Figur einzeln auswählen und vielleicht anstatt des Teils diese Figur nehmen und die anderen löschst du einfach und hast jetzt hier eine Figur stehen. Zieh nur einen Rahmen drumherum, geh auf die rechte Maustaste, sag kopieren und diese Figur steht dir jetzt hier als Größenvergleich zur Verfügung. Gut, gehen wir weiter zu der Ablage. Mentor, öffne Materialien. Hier findest du zum Beispiel verschiedenste Dinge, die du gut brauchen kannst. Wenn du zum Beispiel bei dieser Figur das Hemd anders einfärben willst, dann klicke einfach hier vielleicht auf die Materialliste. Die kann man auch noch besser sehen, wenn du hier die Auswahl veränderst.
Zum Beispiel kannst du sagen, ich möchte nur Stoffe sehen. Dann kannst du hier den Stoff und kannst hier sein Hemd zum Beispiel so einfärben. Oder so. Gut, klick bitte weiter, schieb den Scrollbalken weiter. Wir kommen zu Stile. Und da gibt es etwas sehr Interessantes, denn es ist dieser graue Himmel nicht für jeden schön. Klicke mal auf Standardstile und da findest du hier unten zum Beispiel schon mal einen grauen Grund mit blauem Himmel. Und das würde ich sagen, oder dieses wäre vielleicht viel besser und optimaler für unsere Arbeit mit SketchUp. Du siehst, hier ist der Himmel und hier ist die Erde und diese Linie ist der berühmte Horizont. Da treffen sich Himmel und Erde. Gut, gehen wir weiter. Dann haben wir hier Tags. Das ist ein Punkt, der später kommt. Man kann sich nämlich auch Dinge einfach wie hier Klick ausblenden lassen. Dann sind sie zwar weg, aber sie sind gar nicht weg. Und man kann hier mit dem Rückwärtspfeil auch die Schritte immer wieder rückwärts machen. Mach immer alles nach, was ich gerade tue, damit du schon eine kleine Übung hast. Die Tags möchte ich jetzt hier nicht erklären. Die Szenen behandeln gewisse Dinge hier mit den Ansichten. Zum Beispiel, wenn ich das Haus von vorne anklicke, hier ist der Hauseingang, da ist der Schornstein, dann sehe ich die Figur von vorne. SketchUp ist ein CAD-Programm. Es kann dir Dinge in einer technischen Zeichnungsart und Weise darstellen oder auch in einer perspektivischen. Wenn du SketchUp hier anklickst und diese beiden Punkte wählst, zum Beispiel diesen Punkt, dann siehst du einmal den blauen Himmel nicht mehr. Und das liegt daran, dass alle Objekte, die zum Beispiel hier gezeichnet sind, auf einmal nicht mehr so schick wirken wie in der Perspektive. Ein perspektivischer Körper hat immer Verkürzungen. Das heißt, die Vorderkante ist nicht genauso lang wie die Hinterkante bei diesem Block, obwohl es doch ein gerader Block ist. Bei der technischen Ansicht wird die Hinterkante genauso lang gezeichnet wie die Vorderkante. Das soll einen gewissen Wahrheitswert und den Effekt des Nachmessens mit sich bringen. In der Perspektive geht es um eine, sagen wir mal, räumliche Vorstellungsmöglichkeit, die unseren Sehgewohnheiten viel mehr entgegenkommt. Zeichne am Anfang immer in der Perspektive, denn vielleicht ist das leichter für dich. Es gibt aber gewisse Punkte, wo sich diese Ansicht viel besser eignet zum Zeichnen. Bei den Szenen gibt es hier nun verschiedenste Ansichten, wie du die Sache sehen kannst. Klicke mal durch. Es gibt da die Vogelperspektive zum Beispiel. Das wäre diese, wo du die ganze Sache von oben siehst. Mit dem Scrollrad immer heranzoomen. Solltest du mal nichts mehr finden, gehst du hier einfach auf dies letzte Funktion hier unten und da gibt es die Lupe mit den drei Pfeilen. Das heißt, wo bin ich? Und da klickst du drauf und dann siehst du wieder, wo du bist. Wenn du dich hier in dem Block verlierst und da drauf klickst, klack, bist du wieder draußen und kannst dich wiederfinden.